Ah, da sind ja lauter Gäste, die gucken am PC. Normalerweise immer gerne am Markusbrunnen im Bürgerpark, aber heute ist das ja anders, weil wir sind ja in der Winterpause. Aber damit Sie zu Hause auf nichts und ihr auch nichts also verzichten müsst, eine ganz kleine besondere Fassung. Und ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Oskar, der Esel. Ich habe in der Mühle gearbeitet. Schön war das nicht. Tag ein, Tag aus, die schweren Säcke von da nach da und zurück. Und eines Tages, da war ich nur gerade dabei, eine kurze Pause zu machen, kam ein Müller und sagte: Nee, nix Pause, du sollst die Säcke schleppen. Also bin ich los und hab mir gedacht, mit meiner kleinen E-Harmonika, jetzt gehe ich mal raus in die Welt und werde Musikant. Und schon bald hörte ich ein Geräusch, das klang so. Wow, wow, wow. Oh, da ist ja noch einer unterwegs. Ja, wer bist du denn? Ich bin Benno der Hund. Und nun mach Platz. Ich hab's eilig. Wow, 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 wow. Was hast du denn für eine schlechte Laune? Hä? Mein Herr hat mich vom Hofe gejagt. Ja. Er sagt, ich tauge nichts mehr. Ja. Ich sei zu alt. Ja, das hat meiner auch gesagt, zu alt. Nur weil ich nicht mehr so gut hören kann. Taub! Hat er gesagt. Was? Taub! Oh. Dabei höre ich noch alles. Aber nur, wenn ich das will. Jawohl. Hör mal, da geht's dir ja fast so wie mir. Ich muss auch weiter. Und ich habe mir gedacht, ich ziehe in die Welt hinaus und werde Musikant. Was mit dir? Ach was? Warum willst du denn gleich in die weite Welt, Jo, ich bin Esel. Ach so. Ich bin nur der weltbeste Jagdhund. Ich bin auf dem Weg in die schöne Hansestadt Bremen. Und Bremen? ja. Ist das da im Bürgerpark so schön, da am Ja, da Markusbrunnen? ist das so schön grün. Ja, dann sollten wir doch da mal gucken, ob wir da hin können. Ja, und dort will ich mein Geld als Stadtmusikant verdienen. Komm doch mit, Kumpel. Ja, das ist eine Idee. Miau! Hey, wartet, nehmt mich doch auch mit. Oha, Benno. Wow, wow, wow. Du Das ist. Katze, Ja. das hat mir gerade noch gefehlt. Wenn dein Freund so weitermacht, dann gehe ich gleich wieder. Ach, nur warte, 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 Auf was warte. denn? Also, ich stelle mir erstmal vor, ich bin Oskar, das ist Benno. Der meint das eigentlich auch gar nicht so. Wer bist du denn? Ich bin Winifred die Katze. Was für Winifred. ein alberner Name. Kein Mensch nennt doch seine Katze Winifred. Benno, das ist wohl ein Doppelname. Da, ne, Benno, sitz. Was machst du denn überhaupt hier? Weil du guckst immer so ein bisschen, du guckst so komisch. Ach, wisst ihr, ich bin weggelaufen, Warum? weil ich sehe nicht mehr so gut. Und dann Oh klappt das eben auch mit dem Mäusefang nicht mehr so. oh. Ja, und So, jetzt? da hat sich meine Herrschaft eine andere Katze zugelegt. Ja, und jetzt? Ja, das Schlimmste, mir keine Milch mehr zu trinken gegeben. Oh. Ja, und da wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Da bin ich weggelaufen. Ja, hätte ich auch nicht gewusst, ich bin ja Esel. Du, Männer, was meinst du? Sie kann doch bestimmt singen, ne? Oder nicht? Was, wollen wir die mitnehmen? Ja, klar. Wow, wow, wow. Als Wow. musikalisches Trio könnten wir doch viel mehr Erfolg haben. Ja? Winifred, kannst du singen? Oh, natürlich. Alle Katzen können doch singen. Soll ich mal? Ungern. Miau! Ja, reicht, 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 reicht. Hm. Also gut, dann nehmen wir dich mit. Und dann werden wir in Bremen jetzt Stadtmusikant. Eigentlich haben wir jetzt alle komplett. Naja. Also, Freunde, Auf auf nach nach Bremen. Bremen. Dann haben wir die Stadtmusikanten ja komplett, oder? Wow, wow, wow. Ja, Ich weiß natürlich. nicht, bin mir nicht sicher. Ich glaube, da fehlt noch einer. Und der machte sich so bemerkbar. Was? Das. Da müssen wir noch mal gucken gehen. Ja, was ist das denn? Oh, ich glaube, das ist So ein Moorhuhn. Quatsch, das ist eine Wow, wow, Ente. Ja. Nein, natürlich nicht. Wer wow. bist du denn? Nein, das ist eine Gans. Winifred, du musst hier rüber gucken, der sitzt doch hier am Baum. Ach so. Wer bist denn du? Mein Name ist Lorenzo, der weltallerbeste Hofhahn. Oha. Meine Verehrung. Oha. So sieht also ein Hofhahn aus. Und was macht der weltallerbeste Hofhahn hier so allein mitten im Wald am Baum? Oh,
Doch, ich mach das gar nicht sagen. Man wollte eine Hühnersuppe aus mir machen. Köstlich, ganz köstlich. Aber muss das so deutlich sein? Ja, warum bist du denn überhaupt hier? Ja. Das Alter ist eben nicht ganz spurlos an mir vorübergezogen. Ja. Und so haben sich dann und wann allerkleinste Verzögerungen eingeschlichen. Sagst du gleich, du hast verpennt. Oh, das ist ein Schnarcher. Ja. Muss das denn so deutlich sein? Ich denke schon. Dann darum zog ich es vor, mich zu absentieren. Also, wir kommen zum Winter, das Wetter wird, mach die Flügel scharf, willst du mit? Wir wollen nach Bremen, um dort Stadtmusikant zu werden. Nach Bremen? Mit euch? Ja. Na, ich weiß nicht, ob das so die richtige Entscheidung wäre. So, ich denke schon. Ach, ich bin mir nicht sicher. Was meint ihr denn da zu Hause alle? Soll ich mit denen tatsächlich mitgehen? Schreibt das in die Chatfunktion. Na, dann würde ich doch mal sagen, wir hören schon den Verkehr. Vielleicht wir sind gar nicht mehr so weit weg. Dann würde ich. Wenn ich nachher hier so ganz alleine bin, das ist auch nicht das Richtige. Ich komme mit euch. Na wunderbar. Also dann, Freunde, auf nach Bremen. Ja, hallöchen. Gerne würden Sie wissen, wie es an dieser Stelle weitergeht, oder? Ja, wir auch. Ja, ob die jemals in Bremen angekommen sind. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das können Sie jetzt im zweiten Jahr dann im Bürgerpark am Markusbrunnen sehen. Und zwar fast jeden Sonntag um 12. Da ist ja noch ein bisschen hin. Und Sie können sich das aber schon mal auf die To-Do-Liste nehmen für 2023 und Ihren Besuch in Bremen sonntags immer um 12. Damit Sie ganz sicher sind, schauen Sie gerne auf unsere Internetseite theater-interactivo.de und damit da keine Missverständnisse aufkommen. Das hier sind nur unsere Stellvertreter, weil hier im Hintergrund, wir sind das natürlich in echt und dann sind wir auch zu viert, hier im Hintergrund sind Oskar und Benno und Winifred und Lorenzo! Ja, an dieser Stelle nochmal ein Dank an die Kollegen, die uns in diesem Jahr immer wieder so tatkräftig unterstützt haben. Und nächstes Jahr kann kommen, oder? Ja. Also dann, Freunde, auf nach Bremen!